Gut, nächste Station wären dann die Tiefen. Dazu müssen wir erst einmal wieder den Aufzug hinunternehmen. Dumm. Genau, hier runter. Hier zurück. Kurz am Leuchtfeuer rasten und den einen Splitter verwenden. Nein, nicht aufsteigen. Jetzt können wir nämlich Rüstung verstärken. Waffe verstärken wollte ich. Und zwar, wir könnten jetzt das Bastardschwert verstärken, aber ich verstärke erst einmal den Langbogen. So, sehr schön. Und geh mal kurz in die bodenlose Kiste etwas aussortieren. Gargoyle-Helm kann weg. Die ganzen Höhlensachen. Die Zauberer-Ausrüstung. Die Jäger-Ausrüstung, die wir im Wald gefunden haben. Und die Diebes-Ausrüstung. So. Und hier können das Banditenmesser, das Langschwert weg. Das gerade Drachenschwert kann jetzt auch mal weg. Noch ein Level ab und wir haben genug. Kettenbrecher kann weg. Kurzbogen brauchen wir jetzt auch nicht. Beschleuniger nicht. Zielschild nicht. Das Drachenschild haben wir an. Graswappenschild und Schwarzritterschild, das übrigens ziemlich gut ist. Außer gegen Magie natürlich, wie man sehen kann. Aber das stecken wir jetzt auch erstmal weg. So. Ab in die Untiefen, würde ich mal sagen. Komm. Stechen wir dich erstmal ab. Und ja, mit dem Claymore Gegner abzustechen kann etwas Spaß machen. So, mit unserem etwas verstärkten Bogen können wir den schon one-hitten. Haha. Und da fliegt er. Noch eine kleine Scherbe von dem da. Hm. Sehr freundlich. Du weg. Plündern, Höhlenkrieger, Lendentuch und Helm. Du weg, so. Du hast auch was dabei, noch ein Höhlenkrieger-Helm. Ratte weg. Ratte glitscht wieder durch den Boden. Was ich nicht so schön finde. Das ist übrigens eine Sache, die sie in Dark Souls 2 behoben haben. Da haben sie die Ragdolls nämlich rausgenommen und normale Polygone hinzugefügt. Also die Gegner bleiben teilweise immer noch liegen. Manche lösen sich halt immer noch auf, aber sie glitschen halt nicht mehr durch Wände oder bleiben ewig lang an den Füßen hängen. Man kann einfach durch sie durchlaufen sozusagen. Also man kann sie nicht mehr so runterschubsen, wie ich den jetzt gerade runtergeschubst habe. So, ab in die Tiefen, würde ich mal sagen. Ein dunkler, dunkler Ort. Voll Untoter. Also voll Hüllen. Oder voll Leute, die hier zu Hüllen geworden sind. Wie man es nehmen möchte. So. Genau, und Tiefen. Ein Ort, an dem wir viel Freude haben werden, wenn wir nicht aufpassen. So. Und man merkt schon, die einfachen Hüllen hier unten geben ein bisschen mehr Seelen ab. Weil sie halt auch ein bisschen stärker sind. Als die billigen oben in der Kirche zum Beispiel. Also ja, das hier sind ganz normale Höhlen, keine Höhlenkrieger oder Höhlensoldaten. Die haben wir leider schon längst komplett hinter uns gelassen. Dafür haben wir Zombies mit Fackeln.
Komm. So. Euch erschieße ich lieber mal aus sicherer Entfernung. Oder auch nicht. Die mit den Fackeln sind gefährlich. Die haben nämlich so einen Enrage-Modus. Wenn sie mich damit mal ordentlich treffen, machen sie mir irre viel Schaden. Deswegen sie immer schön auf Distanz halten. So. Kurz heilen. Weil da unten kommt gleich ein etwas schwierigerer Kampf auf uns zu. Also natürlich nicht so schwierig wie gegen einen Boss. Aber ungefähr so schwierig wie gegen einen Benarike-Ritter. Aber nicht gegen dich da. Du machst nur böse Blutung. Ich rede eher von der netten Dame da hinten. Und ja, es ist eine Dame. So. Die gar nicht glücklich darüber ist, dass wir ihren Schoßhund getötet haben. So, immer schön auf Abstand bleiben zu dem der Metzgerin. Yep. Das geht ganz gut eigentlich. So, noch einmal zustechen und wir haben sie. Erledigt. Gut, sie hat ein paar Sachen hier bewacht. Erst einmal ihr Essen. Wobei ich nicht wissen will, was das vorher war. Dann hat sie den Weg hier runter bewacht und eine Truhe. Die Truhe ist wichtig, weil in der Truhe ist die große Glut drin. Und wir haben ja schon beim Schmied gemerkt, wir brauchen Gluten. Zur Waffenverhedlung erforderliche Glut. Eine große Glut von hoher Qualität wird von den Schmieden von Astora bearbeitet. Da ist schon mal der Hinweis, zu wem wir sie bringen müssen, nämlich zu André. Zur Umwandlung von Standard Waffen plus 5 ermöglicht die Verstärkung auf plus 10. Eine Standardwaffe plus 5 kann auch zu einer kruden Waffe umgewandelt werden. Krude Waffen können auf plus 5 verstärkt werden. Krude Waffen haben einen besseren Grundschaden, skalieren dafür aber nicht mehr so gut mit Stärke und Geschicklichkeit. Deswegen mag ich keine kruden Waffen. Ey. Böser Hund. Heilen, weil der andere noch nicht aggressiv ist. Der hat es nicht bemerkt, wenn er nicht gerade überhaupt ersäuft. So. Stirb. Den Durchgang hinter der Küche, oder besser gesagt hinter dem Schlachtertisch, den gehen wir später an, wenn wir kurzzeitig ein paar andere Sachen erledigt haben. Wie zum Beispiel noch eine Menschlichkeit abgreifen. So, diese Stelle hier ist gemein. Seht ihr sie da oben? Ich schieß dir den Fuß. So. Ja, sie ist noch etwas gefährlicher, weil wir hier auf engem Raum gegen sie kämpfen. Autsch. Das ist nämlich die zweite Metzgerin. Komm her. Also ja, man sieht, sie machen guten Schaden, wenn sie einmal erwischen. Au. Aber zum Glück haben wir ja Heilzauber, mit dem wir uns heilen können. Und sie hat einen Sack dabei, beziehungsweise ihren Sack, den sie auf dem Kopf trägt. So eine kleine Leatherface-Anspielung. So. Hier ist die Kochkammer. Ja, und hier steckt einer in den Fässern. Ups, das war doch mal Heilung. Und den sollten wir da rauskriegen, ohne ihn totzuschlagen. Genau. Und einfach mal alle Fässer hier kaputt rollen. Für den Fall, dass hier was versteckt ist. Ich kann mich nämlich nicht mehr an jedes Secret erinnern.
Obwohl hier eigentlich außer ihm nichts sein sollte. So. Letztes Fass. Und dann mit ihm reden. Er ist nämlich der alte Zausel, der Pyramantie benutzt. Das immer schon in seiner leuchtenden Hand. Danke. Ich würde ein größeres Schmerz ohne dich. Being eaten alive. I shudder to think. Thank you. Thank you dearly. I am Laurentius, or the Great Swan. I will not forget my debt to you. Ja, er hat uns sich gerade vorgestellt. Er ist Laurentius vom Großen Sumpf. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Und der Große Sumpf ist ein weiteres Gebiet außerhalb von Lordwyn. Also so wie Astora und Karim und Thorolund. Nur dass im Großen Sumpf hauptsächlich Leute wie er leben, und zwar sehr wenige. Oh, hello. I'm fine, thanks to you. Und ihm geht es gut. Oh, hello. Ihn werden wir am Feuerbandschrein dann wieder antreffen, denke ich mal. Das heißt, denke ich mal, ich weiß es natürlich. Also ja, er wird jetzt auch zum Feuerbandschrein gehen und uns dort dann eine Belohnung geben. Aber auf dem Weg zum Feuerbandschrein machen wir uns jetzt erstmal nicht zurück, denn wir haben noch ein bisschen was zu tun hier. Erst einmal gehen wir hier runter. Und schießen hier oben den Schleim weg. Dieser Falle bin ich nämlich das erste Mal auf den Leim gegangen. Na komm her, Schleimchen. Boah. Und genau das habe ich vergessen. Da kommt noch einer. So, komm her, du blöder Schleim da oben. Wenn man nämlich dem Schleim zu nahe kommt, ist er schon runtergefallen? Nein, ist er nicht. Dann fällt er auf einen drauf und frisst einen. Genau der Schleim da. Dieser Schleim ist übrigens unglaublich garstig, weil er eine sehr hohe physische Resistenz hat. So. Und er hat die Seele eines namenlosen Soldaten bewacht. Gut, weiter im Text. Wir sind jetzt in den Untiefen einer riesigen Kanalisation, wenn man es genau nehmen will. Voll mit Schleim, Ratten und Höhlen. Ja, da oben klebt noch mehr. Aber der kommt zum Glück vorher heruntergeflogen. Also wenn man nicht gerade reinrennt in den Schleim, dann bemerkt man ihn. So. Ein Schleim weg. Jetzt fehlen noch ein paar mehr, die da ankommen. Das Gute hat im Claymore, wenn man es zweihändig führt, hat es genug Wumms, den Schleim zu zermatschen, sodass er sich nicht großartig viel wehren kann. Man verbraucht aber auch gleichzeitig eine Menge Ausdauer. So. Na, ich habe eigentlich gehofft, der Schleim droppt etwas. Scheint aber nicht ganz so zu wollen. Der Fackelzombie da hinten hält zum Glück noch still. So, machen wir mal eine Combo. Auch wenn die nicht viel bringt, aus uns die Ausdauer abzuziehen. Weg mit dem Schleim. So.